Herzlich willkommen in der Klinik für Orthopädie des St. Vinzenz Krankenhauses in Düsseldorf. Seit August 2020 verwenden wir als erste Klinik in der Region bei orthopädischen Eingriffen am Knie ein roboterassistiertes Hightech-Verfahren, das völlig neue Qualitätsmaßstäbe in der Versorgung mit Kniegelenksprothesen setzt. Professor Dr. Christoph Schnurr leitet seit 2013 als Chefarzt die Klinik für Orthopädie. Der erste Schritt zurück in ein schmerzfreies und aktives Leben ist das Kennenlernen von Patient und unseren Fachärzten in der orthopädischen Sprechstunde. Wir schauen uns gemeinsam die Befunde, die schon da sind, Röntgenbilder an. Wir untersuchen den Patienten und dann entscheiden wir gemeinsam mit dem Patienten, welche Art der Behandlung notwendig ist. Eine Operation empfehlen wir nur dann, wenn die Lebensqualität erheblich eingeschränkt ist und vom Befund her auch eine Operation das einzig Sinnvolle ist, beispielsweise fortgeschrittener Gelenkverschleiß, wo Knochen auf Knochen reibt. Wenn vom technischen und medizinischen ein Teilgelenkersatz und eine Vollprothese beides möglich wären, empfehlen wir in der Regel den Teilgelenkersatz, die Schlittenprothese, weil es eine deutlich kleinere Operation ist, der Patient deutlich schneller wieder in der Reha-Phase fit wird, selbstständig wird und dann dadurch häufig das bessere Endergebnis bekommt. Wir bereiten unsere Patienten bestmöglich auf die Operation vor. Dazu gehört 1 bis 2 Wochen vor dem Eingriff eine sogenannte Gangschule. Hier trainieren vorab Physiotherapeuten mit den Patienten wichtige Bewegungsabläufe und geben Tipps, um nach der Operation die Beweglichkeit des Knies gezielt zu fördern. Eine Woche vor der Operation findet dann die finale Vorbereitung des Ärzteteams statt. Wir haben bereits vor der Operation eine hochpräzise dreidimensionale Planung am Knochenmodell des Patienten gemacht. Das heißt, wir wissen schon, wie die Prothese genau sitzt, welche Größe beispielsweise verwendet wird. Das heißt, die Planung ist schon abgeschlossen, bevor der Patient in den OP geht. Nach einer ausführlichen Vorbereitung steht dann der Operationstag bevor. Vor der Einführung des roboterassistierten OP-Systems mussten sich selbst versierte Operateure nur auf ihr geschultes Auge und ihre Erfahrung verlassen. Der Einsatz des Roboterarms bringt nun zusätzliche Vorteile für den Patienten. Der große Vorteil der roboterassistierten Chirurgie ist die höchste Präzision, damit die Prothese perfekt im Knochen eingepasst ist, mit perfekter Stabilität und Bandspannung als Garant für ein gutes Langzeitergebnis. Ein großer weiterer Vorteil ist der, dass man auch einen Weichteilschutz ermöglichen kann. Versehentliche Verletzungen beispielsweise von Weichgewebe wie Bändern oder Sehnen werden präzise und sicher vermieden. Dies führt zu einer deutlich erhöhten Patientensicherheit. Je früher sich der Patient nach der Operation wieder bewegt, desto schneller kann er in seinem Alltag wieder selbstständig durchstarten. Das ist der Anspruch unseres Rapid Recovery Programms. Bereits wenige Stunden nach der OP können die Patienten mit unseren Physiotherapeuten die ersten Schritte gehen. Die frühe Mobilität bringt deutlich weniger Komplikationen nach der Operation. Wir aktivieren die Muskelpumpe, die Durchblutung. Es gibt weniger Thrombosen, weniger Lungenentzündungen. Das Aufstehen am Nachmittag der Operation schafft großes Vertrauen des Patienten in das frisch operierte Gelenk und auch in die eigene Fähigkeit, wieder mobil zu werden und ist auch psychologisch ganz wichtig für den Patienten, um schnell wieder fit und unabhängig zu werden. Schon 3 Tage nach der Operation sind wesentliche Fortschritte zu erkennen. Durch regelmäßige Physiotherapie erlangen die Patienten schnell wieder Mobilität und Selbstständigkeit. Unser Motto ist das Beste für den Patienten. Das heißt, wir versuchen mit besten Implantaten, mit modernsten Technologien und unserem Rapid Recovery System mit diesen 3 Komponenten das Bestmögliche rauszuholen, dass am Ende bestmögliche Versorgung für den Patienten realisiert wird. Und das ist unser Antrieb, das möchten wir erreichen. 4 bis 7 Tage nach der Operation kann der Patient das St. Vinzenz Krankenhaus in der Regel wieder verlassen. Entweder nach Hause zur ambulanten Physiotherapie, ambulanten Rehabilitation oder in die stationäre Rehabilitation.